Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video von mir. Mein Name ist Bottom Reaper, ihr seid bei Get to the Keyboard. Das hier ist ein kurzes Video zum Einschub, bevor ich das nächste Video mache, was sich mit diesem schönen Spiel und diesem Replay hier beschäftigen wird, um einfach nochmal Folgendes zu klären. Viele unserer Videos sind betitelt mit dem Namen Guide. Und ich weiß, das sorgt immer für Verwirrung. Guide ist an Anfänger gerichtet. Ich weiß nicht, wieso sich jemand etwas durchlesen oder anhören möchte zu einem Thema, das er bereits kennt. Ich weiß nicht, wieso ich mir zum Beispiel jetzt freiwillig nochmal Mathe der 11. Klasse reinziehen würde. Ich habe die 11. Klasse schon hinter mir, ich brauch's nicht mehr. Also, wofür schaut man sich das dann an? Aber das ist nicht der Punkt. Ich verstehe, manche Leute schauen sich's einfach an, weil sie vielleicht hoffen, manche Sachen noch zu lernen. Aber wenn das schon steht, Guide, und bei meinen Guides sage ich immer, dass die versimpelt sind. Also bitte, falls ihr absoluter Top-Pro seid, der absoluten Spitzeklasse, dann schaut euch einfach einen Guide an, macht stumm einen Daumen runter und schreibt dazu, das ist scheiße. Aber versucht nicht zu sagen, was daran falsch ist. Denn wieso mache ich absichtlich da einige Sachen so, wie ich sie mache? Wieso lasse ich Dinge aus, die in eurer Meinung wichtig sind? Ein Guide ist eine Hilfe für Anfänger, Leute, die das Spiel noch nie gespielt haben oder gerade erst damit anfangen. Wenn man sie jetzt zu sehr verwirrt mit komplizierten Mechaniken wie in dem und dem Matchup, zu dem und dem Zeitpunkt, falls die und die Einheiten da sind, falls der siebte Mond des Uranus im neunten Haus des Neptun steht, dann musst du das und das machen. Das wird sie verwirren. Sie werden spielen, sie haben sowieso schon die Grundmechanik nicht so sonderlich drauf und dann müssen sie noch darauf achten, dass, wie gesagt, der siebte Mond des Uranus im neunten Haus des Neptun steht. Und das wird sie verwirren. Deswegen lasse ich solche Dinge einfach weg. Ich nenne einfach wirklich die absoluten Grundlagen, um sich ein Gesamtkonzept zu bilden. Daraus kann man dann weitergehen zu anderen Dingen. Pros machen es alles ein bisschen anders, merke ich an den Dota 2 Guides, an den StarCraft 2 Guides und so weiter, weil sie das Grundprinzip verstanden haben und das Grundprinzip nach ihren Präferenzen gerade biegen, beziehungsweise fair biegen. Ich nenne hier nur das Grundprinzip. Es geht nicht darum, dass es mir wichtig ist, was für ein Dummpfiff ich da sage, beziehungsweise was für ein Dummpfiff ihr denkt, dass ich da sage. Es geht darum, ihr könnt das Video ruhig disliken, ist mir schnurzpiep egal. Es geht darum, schreibt bitte nicht irgendwelche endlangen Texte unter die Kommentare bei solchen Videos. Denn die Anfänger, an die es ja gerichtet ist, schauen es sich an, denken dann, okay, gut, lese ich mir durch, was die Leute zu sagen, lesen dann absolut ellenlange Texte von wegen, das und das musst du beachten mit, wie gesagt, dem Mond und dem Neptun und den Häusern. Und dann werden sie einfach nur so einen riesigen Datenbrei im Schädel haben und werden davon nichts lernen. Das ist kontraproduktiv zu einem Guide. Ein Guide ist ja dazu da, um Anfängern den Einstieg zu erleichtern. Versucht das bitte als das zu sehen, was ich gerade geschildert habe. Falls ihr absolut unzufrieden seid mit einem Video, wie gesagt, ist vollkommen legitim, macht einen Daumen runter, sagt, das ist scheiße und schreibt mir eine ellenlange PN. Aber bitte nicht unter den Kommentaren, weil das verwirrt die Leute nur noch. Ich wollte einfach nur kurz das Ganze klären, damit es nicht zur Verwirrung kommt. In diesem Sinne, bitte beachte das im Hinterkopf und so weiter. Tschüss.